Servus Clubfans zur nächsten Ausgabe der Club Couch. Ihr habt ihn euch gewünscht, naja, ist auch nicht ganz wahr. Aber Christian Martinia hatte sich, glaube ich, auf jeden Fall dich gewünscht. Oder war es Amo? Ich bin mir selbst nicht mehr sicher. Aber du sitzt auf jeden Fall hier. Jumbo, herzlich willkommen. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns auch. Wir legen direkt mal los. Wir blicken erstmal kurz aufs Spiel zurück gegen Osnabrück. Erster Saisonsieg. Wie hast du es so empfunden? War ja dann doch noch mal ein bisschen spannend zum Ende hin? Ja, ich würde sagen, bis zur 85. Minute ein richtig geiles Spiel von uns. Ja, auswärts an der Bremer Brücke ist nicht leicht, ist schwierig da zu spielen. Wir führen 3-0 bis zur 85. Minute. Hätte, glaube ich, jeder vorher so unterschrieben. Ja, dann weiß jeder, wie es danach verlaufen ist. Dann fangen wir uns noch zwei Gegentore, sind dann die letzten Minuten noch ein bisschen am Zittern, obwohl es gar nicht hätte sein dürfen, weil wir das Spiel eigentlich komplett im Griff hatten. Wie ich finde, ein richtig gutes Auswärtsspiel machen und ja, das Ergebnis liest sich jetzt leider nicht so gut, spiegelt nicht so wirklich den Spielverlauf wider, aber wir wissen, dass wir bis zur 85. Minute ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Am Sonntag geht es dann weiter gegen Wien Wiesbaden. Im Heimspiel hoffen wir, dass wir nachlegen können. Wir schauen uns jetzt mal den Gegnercheck zu Wien Wiesbaden zusammen an. Der Aufsteiger ist mit 7 Punkten aus den ersten 3 Spielen sehr gut in die Saison gestartet und kommt damit als Drittplatzierter ins Max-Morlock-Stadion. Ein Grundstein für den Achtungserfolg ist die Defensive. Das Team um Kapitän Sascha Mockenhaupt hat erst 1 Gegentor kassiert. Am vergangenen Spieltag gelang den Wiesbadener nach einem schönen Treffer von Lee ein 1:0-Sieg gegen den Karlsruher SC. Mit von der Partie waren unter anderem Ex-Klubberer Martin Anger und Robin Häuser. Die Statistik gegen die Hessen spricht für den Club. In 4 Begegnungen gab es 2 Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage. Das letzte Aufeinandertreffen ging mit 6:0 für den FCN aus. So, wir haben es gesehen, Wiesbaden, ganz, ganz starker Aufsteiger, haben noch kein Spiel verloren, 7 Punkte bisher gesammelt. Was kommt da auf uns zu? Unangenehmer Gegner, du hast angesprochen, noch kein Spiel verloren. Unter anderem auch ein Ausrufezeichen gesetzt in Berlin beim Absteiger aus der Bundesliga, dort 1:0 gewonnen. Dementsprechend wissen wir, dass es ein schwieriges Spiel wird für uns. Ich gehe davon aus, dass sie erstmal versuchen werden, kompakt zu stehen, vielleicht ein bisschen tiefer zu stehen und dann auf ihre Umschaltmomente warten werden. Darauf sind wir vorbereitet. Wir wissen, was da auf uns zukommt und wie du es gerade schon gesagt hast, wir wollen unbedingt nachlegen. Definitiv, hoffen wir drauf. Ihr wisst, wie immer geht es ab 9 Uhr los im Spieltagsmodus der Club-App mit dem Spieltag am Sonntag. Dann gibt es ab 13.15 Uhr das Fanradio. Tatsächlich, ich habe gerade kurz überlegt, wann nochmal Anschlusszeit ist, aber genau, 13.15 Uhr geht es im Fanradio los. Und auf Social Media und auf fcn.de nehmen wir euch wie immer mit. Und eine Sache möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Der Stadionknüller wird dieses schöne T-Shirt hier sein, exklusiv für Mitglieder. Gibt es das T-Shirt am Sonntag für nur 15 Euro. Sichert euch also so schnell wie möglich den Stadionknüller, denn wir haben nur einen gewissen Vorrat da. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit den Insta-Fragen. Da kam einiges rein. Jumbo, möchtest du anfangen mit deinen Kollegen, die dir Fragen gestellt haben? Bringen wir das Schlimmste lieber schnell hinter uns. Ja, okay, bist du so ein Typ. Ja. Tyler Duman fragt, wie groß ist dein Fuß ungefähr? Also ich habe eigentlich gar nicht so große Füße. Wir machen ab und zu mal Witze über meine Füße, weil meine Füße ab und zu hier aus den Latschen rausrutschen. Kann man vielleicht jetzt ganz gut sehen, so laufe ich ab und zu mal rum in der Kabine. Deshalb kommt ab und zu so der Spruch, dass ich überproportional große Füße hätte. Dabei bin ich mit Schuhgröße 44,5, glaube ich, gar nicht so weit weg von der Norm. Deshalb ist ab und zu mal ein Gag bei uns, aber so groß sind meine Füße eigentlich gar nicht. Okay, Marco Riegel, unser Zeugwart, hatte dann auch noch eine Frage. Wann schießt du deinen ersten Elfmeter? Hä, hab ich doch schon. Mensch, Marco, was ist da los? Ja, habe ich doch schon letzte Saison gegen Fortuna Düsseldorf im Pokal gemacht. Aber ich weiß natürlich auch, worauf er hinaus möchte. Und zwar hatten wir am Mittwoch hatten wir eine Turnierform und es stand unentschieden. Wobei ich muss dazu sagen, es gab 2 Elfmeter, ich habe 2 Elfmeter geschossen. Den ersten habe ich reingemacht, den zweiten habe ich verschossen. Und er spricht irgendwie nur über den zweiten Elfer, den ich verschossen habe. Dabei könnte man ja auch über den ersten sprechen, aber deshalb weiß ich ganz genau, wo die Frage herkommt. Aber meinen ersten Elfer für den ersten FCN habe ich schon geschossen. Verschossen, weil Torwart gehalten hat oder hast du einfach... Ja, hat der Kalle gehalten.
Kalle? Okay, ja. Stark. So, jetzt kommen wir aber zu euren Fragen. Die erste kommt von Georg. Bester Spieler, gegen den du gespielt hast? Bester Spieler, gegen den ich gespielt habe? Wen nehmen wir da? Ich würde jetzt auf Aubameyang gehen im Testspiel. Damals gegen Borussia Dortmund noch. Ja. Olli fragt, bester Rechtsverteidiger jemals? Da würde ich auf Dani Alves gehen. Zu seiner Zeit bei Barcelona war der einfach sowas wie eine Art Vorbild für mich. Mein absolutes Vorbild war Thierry Henry, aber wenn ich mich da mit Spielern auf meiner Position verglichen habe, dann fand ich schon, dass Dani Alves die Position sehr gut ausgefüllt hat, vor allem sehr, sehr offensiv und konnte man sich gut angucken. Die nächste Frage, wie spricht man deinen Namen korrekt aus? Immer unangenehm vorm Spiel. No front an unsere Stadionsprecher, aber ja. Ja, wenn man es noch nicht gehört hat, ist auch nicht so einfach, aber mein Nachname wird Jammerer ausgesprochen. Ich glaube, wenn man es einmal gehört hat, ist es auch gar nicht mehr so schwer. Absolut. Wo bist du denn groß geworden, fragt Elias. Ich bin geboren in Berlin. Dann mit 5 Jahren sind wir dann nach Stadthagen gezogen, das ist direkt bei Hannover. Kleines Städtchen direkt vor Hannover. Und mit 16 bin ich dann nach Bochum ins Internat gezogen. Also würde ich sagen, dass ich da auch noch ein bisschen groß geworden bin, weil ich halt auch noch ein Teenager war. Deshalb die 3 Städte würde ich jetzt so da aufzählen. Mhm. Dein Vater kommt ja aus Ghana, deine Mutter ist Deutsche. Mhm. Warst du schon mal in Ghana? Ja, ich war 2-mal in Ghana. Ich wollte jetzt vor zwei Jahren wollte ich wieder hin mit meiner Schwester zusammen, habe mich dann aber kurz vor der Sommerpause leider verletzt, sodass ich in der Sommerpause operiert werden musste und deshalb konnte ich dann leider nicht mitfliegen. Meine Schwester ist dann allein geflogen, aber es ist geplant, dass wir in den nächsten Jahren wieder zusammen hinfliegen. Wie war es dort? Ja, ist natürlich ein anderes Leben als hier. Sowas erdet einen dann, so eine Reise erdet einen total, wenn man weiß, ich weiß ja selber, wie es ist. In Deutschland beschwert man sich über so viele Dinge. Man hat immer irgendwas zu meckern. Aber wenn man dann mal sieht, wie die Menschen dort leben, dann merkt man einfach, dass es uns hier so gut geht. Die hätten gerne unsere Probleme. Aber auf der anderen Seite sind sie auch mit so wenig so glücklich. Einfach so lebensfrohe Menschen. Dass solche Reisen oder dann auch, ich habe noch Kontakt zu meiner Familie in Ghana, Gespräche mit denen. Die erden einen einfach und die machen einen auch entspannt, wenn man weiß, es gibt so viele wichtigere Dinge auf der Welt. Und die Sachen, über die sich hier immer beschwert werden, die sind es eigentlich gar nicht wert. Gerade auch im Fußball ist es, glaube ich, auch nicht schlecht, dann manchmal so eine andere Perspektive nochmal aufs Leben zu bekommen. Ja. Gerade wenn es um Hype geht, um viel Geld und so weiter. Wir kennen es ja alle. Ja. Cool. Eine Sache, die du gar nicht magst. Früher hätte ich auf die Frage geantwortet mit Hunden. Ah. Aber das hat sich mittlerweile auch geändert. Hatte einfach extreme Angst vor Hunden früher. Deshalb mittlerweile, was mag ich gar nicht. Würde mir jetzt auf die Schnelle nur einfallen, sehr, sehr langsame Verkehrsteilnehmer. Man kennt's. Hast du da auch öfter mal ein bisschen Stress im Straßenverkehr? Oder ja, geht's? Also mich nervt's schon, wenn Leute dann den Verkehr behindern, würde ich mal sagen. Ab und zu erlebt man ja schon, dass Leute in der 50er-Zone dann nur 30 fahren oder sowas. Mhm. Sowas nervt mich dann schon. Und dann machst du was? Dann rede ich mit mir selbst. Okay. Aber gibt es dann auch mal irgendwie so Ausdrücke im Auto? Nein. Natürlich nicht, nein. Ganz entspannt, ja. Ja, ganz entspannt. Okay, vielen Dank. Bis gerne. Hierhin. Jetzt geht's zum Spiel. Okay, super. Ganz ehrlich, ich hatte mir vorher überlegt, ob wir ein Thema noch anschneiden wollen, weil es auch ein bisschen aktuell gerade wieder ist. Mhm. Durch die Sache in unserer Nachbarstadt, was da auch war. Ach so, ja. Aber ich wusste nicht, ob du da so drüber reden möchtest. Ja, von mir aus hätten wir drüber reden können. Also mich persönlich betrifft das Thema ja auch und ich finde es auch ein total wichtiges Thema und kann aber auch nicht verstehen, wie manche Menschen darüber denken. Wird man wahrscheinlich auch nie ändern können. Aber das wundert mich so, weil ich dachte, irgendwann hat es sich geändert, tatsächlich. Mhm. Und jetzt habe ich das Gefühl, geht es weiter oder wieder irgendwie los. Ja, die Hoffnung hat man ja immer, aber ich persönlich so, ich glaube, dass sich es nie ändern wird, weil so, keine Ahnung, es begleitet einen das ganze Leben und ich finde, es ändert sich nichts. Also es wird viel mehr darüber gesprochen, auch in der Öffentlichkeit, aber
wenn man auch dann im Netz so ein paar Sachen liest, finde ich, dass so die Menschen, die so denken, glaube ich, kann man einfach nicht beeinflussen oder verändern. Die haben ihre Sichtweise auf die Dinge, warum auch immer, und die ändern sie leider auch nicht. Aber wie hast du hier das Gefühl? Also ja, hier, also ich habe bisher nur eine Erfahrung hier gehabt, das war im Supermarkt, aber keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob man auch dann von den Örtlichkeiten sprechen kann, ob es jetzt regionale Unterschiede gibt. Vielleicht gibt es das ein oder andere Bundesland, wo es noch mal schlimmer ist. Aber keine Ahnung, ich glaube, man hat überall Leute, die so ein bisschen verstrahlt sind. Aber ich habe sonst hier auch nur super Erfahrungen gemacht. Also keine Ahnung, es gibt, also ich weiß, keine Ahnung, ich habe auch keine Erklärung dafür. Ich habe auch mir natürlich viele Gedanken über das Thema gemacht und mich gefragt, wo sowas herkommt. Keine Ahnung. Manche denken einfach so und da kriegt man das auch nicht raus und die fühlen sich dann auch noch im Recht, so zu denken und denken wirklich, dass es Menschen zweiter Klasse gibt. Das ist traurig, aber ja. Aber ich finde es dann auch gut, aber mir passiert es fast zu selten, dass ein Alexander zu, ich fand richtig gut, was er gesagt hat und wie er es gesagt hat. Ja, ich fand es auch überragend. Weil irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, so warum stellt sich da niemand hin und spricht mal, also oder auch diese Spielabbruchsgeschichten und so weiter, warum hat man davor irgendwie dann doch noch so ein bisschen Angst? Das verstehe ich überhaupt nicht, aber... Ja, ja, ich auch nicht, aber ich fand es auch überragend, was er gesagt hat. Und dann ist ja auch egal, dass der Trainer von Fürth ist. Das war super und sowas braucht es dann auch. Und da wäre dann auch wichtig, dass sich da jemand auf der Tribüne dann einschaltet und sagt, hey, das ist so nicht in Ordnung. Aber vielleicht sitzen da ganz viele Menschen rum, die genauso denken. Aber wusste die Person im Supermarkt, wer du bist oder nee, nicht? Nee. Ah, okay. Nee. Wie hast du reagiert? Ja, es hat sich so, also die Person hat mich so behandelt, als ob ich irgendein Flüchtling wäre, der nicht mal Deutsch sprechen könnte. Und ja, sowas verletzt einen, macht einen sauer, weil nur wegen meiner Hautfarbe, ich muss ja gar kein Sportler sein, aber ich kann ja auch einen normalen Job haben. Ja. Und die Person hat so getan, als ob ich dankbar sein müsste dafür, dass ich hier in Deutschland überleben dürfte, dass ich in den Supermarkt gehen dürfte, dass ich überhaupt Geld vom Staat kriegen würde und solche Sachen. Und ja. Da bin ich dann, obwohl ich es nicht das erste Mal erlebe, selber noch perplex, weil man zwischendurch dann schon denkt, okay, die hört ja, dass ich auch normal Deutsch sprechen kann, ich kann mich ja ausdrücken, ich kann normal mit der Person reden, aber ja, keine Ahnung, habe ich dann auch irgendwann auch keine Antworten mehr drauf, wo sowas herkommt und warum man dann so denkt. Und, ja. Ja, ich auch nicht. Danke, dass du da so offen und umgehst. So, und dann gehen wir jetzt aber tatsächlich zum Spiel über. Also, Jumbo, du hast dich ja vorbereitet. Ich habe auch nichts anderes von dir erwartet. Deswegen, du kennst die Regeln, ihr kennt sie mittlerweile bestimmt auch. Wir schauen jetzt mal, wie viele richtige Antworten du auf die drei Themenbereiche findest. Ja. Also, erstes Thema, Gründungsmitglieder der Bundesliga. Nürnberg, Bayern, Schalke, Dortmund, Hamburg, Bremen, Hannover, Magdeburg, Dresden, 1860 München, Stuttgart, Karlsruhe, Frankfurt, Bochum, Duisburg. Okay, also da waren ein paar richtige dabei. Nächstes Themengebiet, Länder in Südamerika. Brasilien, Paraguay, Peru, Chile, Argentinien, Uruguay, was haben wir da noch? Kolumbien, Venezuela, was hab ich noch? Scheiße, Mann, Honduras gehört nicht dazu. Ja, war gut. Ja? Was ich gerade lese, Südgeorgien und die südlichen Sandwich-Inseln. Wundert echt? Mich, dass du darauf okay. nicht gekommen bist. Ja. Aber okay. Gut, letzter Themenbereich. Nenne Spieler aus dem aktuellen Kader mit mehr als 50 Zweitliga-Einsätzen insgesamt, nicht nur für den Club. Valentini, Matenia, Geis, Hübner, Jammera, Horn, Lohkemper, Dumann, Daferner. Den haben wir dann noch? Lawrence, Handwerker.
Scheiße. Oh, das war aber auch ganz gut. Du bist wahrscheinlich Erster. Sehr für dich. Jetzt wie du ja. Das Tor am Sonntag und dann ja. Bist du doch auch unser Liebling bisher. Ja, top, freue ich mich. Ja. Wir schauen jetzt mal, wen ihr euch wünscht und wollen natürlich auch auf eure Wünsche mal eingehen beim nächsten Mal. Aber Jumbo, wen würdest du dir wünschen? Vielleicht ist es derselbe Wunsch. Ich würde mir dann Jannis Horn wünschen. Das überrascht mich jetzt überhaupt nicht. Ja, die würde ich hier gerne mal sitzen sehen. Ne? Ja, ihr versteht euch, glaube ich, auch ganz gut. Wie wird er abschneiden bei der letzten Sache? Ähnlich gut, aber nicht ganz so gut. Natürlich, okay. Wir sind gespannt, freuen uns auf die nächste Ausgabe. Vielen Dank, Jumbo. Vielen Dank euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Dankeschön. Ciao.